Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder kein wirklich schöner Blog. Nein, es ist ein richtiger Scheiß-Blog. Aber irgendwie haben wir jedes Jahr wenigstens einen Blog, der nicht so schön ist. Aber auch diese Blogs sind wichtig, oder vielleicht sind gerade diese Blogs wichtig, weil es vielleicht die Aufmerksamkeit der Leute wieder etwas schärfer werden lässt. Und wie ist die Geschichte? Ich weiß noch, Sascha von Genesis hat mich vor ein paar Wochen angerufen, hat gefragt, sag mal, bist du mal in der Ecke hier? Wir sind irgendwo ein bisschen oberhalb der Mitte Deutschlands. Bist du mal in den nächsten Wochen hier? Da ist ein Kunde, der hat seit Jahren immer wieder Probleme. Riesen Genesis Filteranlage. Ich werde nachher mit Michael noch einen Blog zur Filteranlage machen. Und sag ich, du, ich bin gerade vorhin meine Anlage beschäftigt, in Kürze sicherlich nicht. Und habe dann auch nichts mehr hiervon gehört. Und als ich gestern mit Micha zu Maurice gefahren bin, hat er mir gesagt, du, könnten wir morgen nicht hier noch vorbeikommen, liegt irgendwie auf dem Rückweg. Und der Kunde hat angerufen, der hat von Tierarzt/Tierärztin hat er einen Tipp bekommen, hier mit Chlortabletten zu arbeiten, Chlordioxidtabletten zu arbeiten, um die Probleme endlich in den Griff zu bekommen. Und dann sind am Freitag 15 Fische gestorben. Dann habe ich gesagt, ja klar, können wir vorbeikommen. Dann ist mir auch gekommen, dass das der Teich war, wo Sascha mir sagte, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte. Dann hat mir Michael sein Telefon in die Hand gedrückt. Dann habe ich dort angerufen. Ich hatte den Kunden noch nicht gekannt. Und dann war schon eine sehr bedrückte Stimme am Telefon. Dann hieß es also, aus den 15 Fischen vom Freitag sind mittlerweile 35 Fische geworden. Und hier findet das große Sterben statt. Und man ging eigentlich davon aus, dass es über die ganze Chemie, die in den letzten Tagen, Wochen hier in den Teich geflogen ist, dass es dadurch bedingt ist. Und ich bin eigentlich hier angetreten, um die Chlortabletten, von denen ich trotz allem überhaupt gar nichts halte, ja, um die mal wieder richtig schlecht zu machen, weil mich auch im Frühjahr ein Freund angerufen hat, der hat hinter meinem Rücken, hört sich jetzt blöd an, aber so hat er mir es gesagt, hat er das angewandt, hat auch etliche Fische verloren und sagt, hätte ich doch nur auf dich gehört. Keine Ahnung, was und unter welchen Bedingungen die Dinger Fische töten, aber es kommt einfach immer wieder völlig unvorhergesehen bei anscheinend normalen Dosierungen immer wieder zu Katastrophen. So, dann sind wir vorher bei Mauro, da waren wir ja zuletzt, sind wir losgefahren, haben dann eine Stunde gebraucht, bis wir hier waren. Als wir ums Eck gekommen sind, da vorne, da wo die Kamera steht, kommt uns schon der Besitzer entgegen und sagt, also wir haben das Ergebnis, Taurus-Diagnostik KHV. So, großer Teich, 35 wie gesagt, sind schon weg. Da unten macht gerade ein wenig Kumonrio der Dreher. Der wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Stunden, wenn es überhaupt noch so lange dauert, wird er sterben. Ich zeige Ihnen die Fische nachher auch, dass Sie mal die Symptomatik sehen. Ja, also große Katastrophe, KHV, der Bestand wird sterben. Also der Kunde hat sich auch schon dazu entschieden, dass er jetzt nicht einen vom Veterinäramt unter Quarantäne gestellten Teich weiterführt und quasi mit entsicherten Handgranaten jongliert, sondern er sagt, einmal wird das jetzt platt gemacht, es wird desinfiziert und dann fängt er nochmal von null an. Das Verrückte an der Anlage ist, die hat nicht nur dieses Jahr Probleme gehabt, sondern die hat schon seit vielen Jahren immer wieder so diffuse Probleme, so ein leichtes Köcheln, immer mal wieder plötzlich hier stirbt ein Fisch, da stirbt ein Fisch, da stirbt ein Fisch. Der Koi-Liebhaber macht das Hobby schon sehr lange. Also vorher hat er davon gesprochen, dass die ältesten Fische sind hier schon 18 Jahre drin, vor ein paar Jahren. Als er dann einfach dachte, und weil die Tierärzte ihm immer wieder erzählt haben, hier hat es Schmotterecken hier, Schmotterecken da. Er wollte alles richtig machen, hat dann die Filteranlage von Genesis wirklich Fatzenobel gebaut, also die ist richtig schick. Er wollte einfach alles richtig machen, aber nichts hat irgendwo geholfen. Ja? Und ich sage Ihnen, ich gehe stark davon aus, dass auch in den vergangenen Jahren hier schon immer mal wieder das KHV leicht hochgeköchelt ist, aber es nie zu dem Superausbruch kam, sondern der Superausbruch eigentlich jetzt durch die Behandlung mit Chlordioxid, mit anderen Medikamenten, die noch zum Einsatz gekommen sind, dass es einfach einmal das Immunsystem der Koi so durcheinander geprügelt hat oder die Koi so viel Energie gekostet hat, dass es dann bei einigen Fischen so richtig brutal zum Ausbruch kam und dass die Virenlast irgendwann im Wasser oder in den Fischen, die Virenlast im Wasser, dass die so hoch wurde, dass dann einfach die Ansteckung leicht stattgefunden hat und es zu so vielen Todesfällen kam. Was mich wundert und was mich ärgert, und das muss ich auch sagen, wenn ich mir überlege, der Kunde hat 2-3 Mal im Jahr Tierärzte da gehabt, hat sie eigentlich in die Hände
von Tierärzten begeben, um das ganze Krankheits-, das Gesundheitsmanagement abzugeben. Aber in den ganzen Fällen, in den Vorjahren, es wurde nie KHV untersucht, es wurde nie CEV untersucht, es wurde auch nie Columnaris untersucht, sondern man hat Rechnungen geschrieben, ja, und man hat irgendwelche Chemie verschrieben. Man hat gar nicht mal so wirklich gewusst, gegen was verschreibt man die Chemie eigentlich. Ja. Klar wissen wir, mit Chemie können wir Bakterien töten, mit Chemie können wir Parasiten töten, wir können allerhand anderes mit Chemie machen, aber wenn ich doch heute die Möglichkeit habe, ich kann hier eine Biopsie nehmen, ein Stück Kiemenprobe, kann die zu Taurus schicken, gerade bei Todesfällen, und dann sagen die mir, entweder Columnaris positiv, CEV positiv oder KHV positiv oder alles drei negativ oder vielleicht zwei positiv, und dann kann ich wirklich gezielt einsetzen. Und das kann ich Ihnen auch nur ans Herz legen, wenn Sie mal einen plötzlich toten Fisch haben und vor allem dann, wenn die Kiemen nekrotisch sind, also wenn das Kiemengewebe nicht mehr komplett vorhanden ist, sondern wenn da Ecken fehlen, wenn da so weißliche Stellen drin sind, dann gehen Sie in die Apotheke, holen sich so ein kleines Röhrchen, die werden schon irgendwas da haben, geben Sie da ein Stück rein, schicken Sie es an Taurus und die werden Ihnen dann sagen, ob es eine dieser Krankheiten ist. Es gibt natürlich auch wasserbedingt, es gibt Ammoniakschäden an den Kiemen, ja, also das kann genauso aussehen, aber wenn man dann zumindest weiß, mit welchem Feind man es zu tun hat, ist das eine schöne Sache. Und ich halte es heute, weil das KHV nicht mehr der brutale Ultrakiller ist, wie das noch vor 10, vor 15, vor 20 Jahren war, wo KHV relativ neu aufgetreten ist. Ich bin mir sicher, wir haben viele Bestände, wo irgendwann mal Carrier reingegeben wurden, die dann immer eine gewisse Menge an Viren abgegeben haben, ausgestrahlt haben. Aber die hat nicht gereicht, um die Bestände jetzt wirklich brutalst krank zu machen, sondern das hat irgendwie zu einer gewissen Teilabwehr bei vielen Fischen geführt, die aber nicht ausreicht, wenn es dann zu einem richtig brutalen Ausbruch kommt, aus welchen Gründen auch immer, dass die Bestände dann überleben. Zumindest nicht, dass alle Fische überleben. Und genau dieser Teich ist das lebende Beispiel exakt für diese Theorie. Immer wieder über Jahre hinweg Todesfälle, unerklärlich, nichts Großartiges gefunden, mal hier ein bisschen Parasiten, mal hier abstehende Schuppen und plötzlich wieder Fische tot. Da hat es eins nicht weggerafft, aber für den ganz großen Totalschaden hat es nicht ausgereicht. Erst jetzt, nachdem mit Chemie behandelt wurde ohne Ende, dann haben wir natürlich auch noch beschissenes Wetter, muss man auch sagen. Ich sitze jetzt hier wirklich Mitte Juli, mittags um, ich schätze mal, wir haben jetzt 14 Uhr und es ist wirklich kühl. Heute Morgen hat es, wo wir bei Mauro losgefahren sind, das hatte vielleicht 10, 12 Grad, da mussten wir drin sitzen. Selbst wenn man eine Heizung hat, ja, die wird einen auch nicht davor schützen, dass die Koi das Wetter nicht spüren, weil diese ganze Wetterwechsel, das geht immer mit Hochdruck, Tiefdruckgebiet einher, da ändern sich die Gasverhältnisse im Teich. Die Fische merken das einfach und wir wissen, in diesem Jahr ist auch, was Columnaris angeht, in vielen Teichen ein Problem. Kurzum, die Fische hatten einen riesen Stressmoment in diesem Jahr und der hat einfach dazu beigetragen, dass es in diesem Teich jetzt völlig geknallt hat. Ewig schade, muss man natürlich sagen, aber es gibt einfach solche Fälle nach wie vor. Ich hatte es mal mit Sandra Lechleiter, wir hatten ja vor 2 Jahren, gab es wieder die Phase, wo aus Japan relativ viele KHV-Fische kamen. Da waren 7, 8 Züchter waren betroffen in Japan und dann wurden die Fische rübergeschickt. Und da davor war eigentlich lange Zeit sehr ruhig. Und da habe ich mal Sandra gefragt, du Sandra, wie sieht es eigentlich mit KHV aus? Weil von Händlern hat man nie irgendwas gehört, dass es da zum Ausbruch kam. Und dann habe ich sie gefragt, gibt es das in Privatteichen noch manchmal? Dann sagt sie, ja, eigentlich jedes Jahr die gleiche Anzahl und auch gar nicht so wenige. Und sie sagt, insbesondere alte Teiche, lange keine Fische zugesetzt, gar nichts gemacht, irgendwann sich mal eine Wanze reingeholt. Sie nennt es, glaube ich, immer Wanze, wenn ich es richtig weiß. Also die Carrier, die den Virus tragen, aber klinisch gesund sind. Und die aus irgendwelchen Gründen, es kann es Ableichen sein, auch ein Riesenstressmoment, es kann, was weiß ich, ein Pumpenausfall sein, Sauerstoffausfall, irgendwas, was kurzzeitig einen Riesenstress erzeugt und dann kommt es plötzlich ohne das dem Hinzusetzen neuer Fische eben zum KHV-Ausbruch. So, der Kunde hat sich dafür entschieden, er muss heute noch das Veterinäramt benachrichtigen, ist eine anzeigepflichtige Krankheit. Der Kunde hat sich entschieden, sich von dem Bestand zu trennen, habe ich ja eingangs schon gesagt, dann die Anlage zu desinfizieren, einmal Wasser raus und dann wieder von null zu starten. Und ich habe gerade zu ihm gesagt, der einzige Wermutstropfen ist, dass er über dieses Chaos, was er die letzten Jahre gehabt hat, wirklich seine Anlage so brutal professionell aufgestellt hat, was die Filtertechnik angeht. Er hat eine große Wärmepumpe, er hat wirklich alles getan, aber
ich kann noch so viel tun gegen eine Krankheit wie KHV, gibt es leider kein Filtersystem, gibt kein Management, was da hilft. So, ich zeige Ihnen jetzt noch ein bisschen die Symptome von KHV. Und der Benico Monryu, der übrigens wunderschön ist, fängt gerade wieder an, seinen Kreisel zu machen. Dazu ändere ich kurz das Wechselobjektiv, dass wir näher rankommen. Und dann werden Sie das sehen. So. Also hier ganz typisch apathisch am Rand stehender Showa, der schon gar nicht mehr reagiert. Großartig, wenn man sich nähert. Er zeigt jetzt äußerlich wenig Symptome. Wenn man die Kiemen anschaut, wird es anders aussehen. Hier der Ginshiro Utsuri, auch ganz typisch stark gerötete Haut und auch apathisch unter der Wasseroberfläche. Und jetzt schauen Sie den Benico Monryu an. Der macht den Kreisel über den Bodenablaufdeckel. Also der wird heute Abend mit Sicherheit nicht mehr erleben. Und viele Koi, das war jetzt, weil ich vorbeigelaufen bin, sind sie weggeschwommen. Viele Koi suchen die Flachwasserzonen. Das ist das, was ich schon oft erklärt habe. Gerade wenn es den Fischen nicht gut geht, suchen sie die Flachbereiche auf, meiden den Tiefbereich. Man sieht auch, die stehen alle relativ hoch im Wasser. Die Tiefzonen werden gemieden. Jetzt fängt auch der Hiyotsuri an. Der schwimmt auch schon die ganze Zeit komisch rum. Und das tut mir wirklich im Herz weh, wenn ich den Benico Monryu sehe. Schauen Sie den anderen Monryu an. Auch den wird es demnächst erwischen. Auch hier der Deutsanke. Ganz schnelle Atmung, Einblutung, Rötung, Haut, Kopf, überall. Und wenn man den Teich jetzt wahrscheinlich lassen würde, ich glaube, der Benico Monryu hat es jetzt gerade, ne, er tut noch mal. Wenn man den Teich jetzt so lassen würde, würden wahrscheinlich noch so 5, 6 würden überleben. Und das wären dann wieder die mit dem besten Immunsystem oder die, bei denen das Virus einfach nicht den großen Schaden anrichten kann. Auch das gibt es bei allen Viruserkrankungen, dass manche Betroffene natürliche Immunität haben. Das gibt es auch bei HIV. Bei Corona weiß ich es jetzt nicht. Auch hier sehen Sie der Shisui mit einer extrem schnellen Kiemenatmung. Hier hinten der Deutschowa, auch völlig apathisch im Uferbereich, schnell am Atmen. So, ich finde es verantwortungsbewusst der Sache gegenüber, dass man hier sagt, man trennt sich von den Fischen. Weil wenn man schon ein Hobby, ein biologisches Hobby hat, dann sollte man eigentlich gucken, dass wenn sowas passiert, dass man dann auch dazu beiträgt, die Seuche einzudämmen. Und dass es nicht von dem Teich dann wieder weiter, vielleicht auch in die Natur, in ein natürliches Gewässer getragen werden kann, auf welchem Wege auch immer, sondern dass man wirklich sagt, jetzt ist Zeit für einen Neustart. Hier, der Deutz in der Mitte, lässt sich jetzt auch treiben. Also ich befürchte, dass sich hier in relativ kurzer Zeit das meiste sich von alleine erledigt haben wird. Und dann wird man noch ein paar einschläfern müssen. So, der Showa ist auch wieder an seiner Stelle. Da sehen Sie auch eine schnelle Atmung. Also, mir tut das wirklich im Herz weh. Aber es wird mehr solche Teiche geben, als man denkt. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie bzw. Ihr Teich nicht dazugehört. Und kann jedem nur empfehlen, aus den maximal sicheren Beständen zu kaufen. Machen Sie es gut. Trotzdem vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Tschüss.